So, Expo, du hast schon ein bisschen erklärt, was wir heute machen, habe ich mitbekommen. Ja, genau, habe ich schon. Ihr habt Stefan erklärt, bei dir hatte ich es ja schon. Ja, Soweit. ich bin leicht Und verletzt. Warum bin ich du leicht? kannst jetzt einfach mal hierher kommen. Wir hocken schon mal im Biwak. Ihr sitzt im Biwak. Jawohl. Okay, na, ihr wieder. Die drei im Jo. Biwak. Müssen wir doch mal schauen auf der Karte. So, auch für die Zuschauer, wo jetzt die Streamaufzeichnung anschauen. Ich habe die Aufnahme ein klein wenig später gestartet, aber kurze Zusammenfassung. Wir machen heute, wenn ich sie finde, wo sind sie denn, die zwei da oben? Schnellreise. Machen wir doch. Wir machen heute so ein paar Spezialaufträge, das heißt, wir werden ein paar Waffen freischalten, ein paar vielleicht Außenposten, ein oder anderen erledigen. Und da stehen sie, die zwei. Außenposten ist vielleicht nicht die richtige Wortwahl. Das nennt sich eher, wie soll man es nennen? Keine Ahnung. Gibt es dafür einen Sammelbegriff? Ich weiß es nicht genau. Schlimme Dinge, Stützpunkt. Alter, Es sind Steve. Punkte, es sind, sagen wir mal, Stützpunktgelder. Stellen auf der Karte, wo verschiedene Gebäude oder Ortschaften oder Orte sind. Hier sind jetzt zum Beispiel ein Camp. Ja, ein Camp muss ja nicht ein Stützpunkt sein. Ja. Und da ist es ein Patrouillengebiet oder ein Angriffsgebiet, Okay. Verteidigungsgebiet, so nennen die sich. Also die haben jetzt nicht irgendwie alle einen gemeinsamen Namen. Schön. Dann Wir würden gerne Camp Wesel machen. Camp Wesel. Camp Wesel. Das haben wir schon soweit angemalt. Angemalt habt ihr das? Also Steve und ich. Da habe ich ein Signal von Steve. Ist es das? Wahrscheinlich. Und da kannst du dann, sehen, wo es ist. Ja, Es gibt ich. zwei Möglichkeiten der Taktik. Entweder wir schleichen uns ran und versuchen alles verteilt mit Sniper so gut wie es geht zu töten. Oder wir machen den Frontalangriff, in dem sich jeder in den Hubschrauber reinsetzt und wir bombardieren da erstmal alles, was geht. Oha, hat jeder Also nicht. ich hab einen Hubschrauber, der kann Raketen abschießen, aber nur zwei Leute drinnen sitzen. Jetzt habe ich gedacht, wenn jetzt jeder mit einem Hubschrauber von drei Seiten erstmal darauf ballern und sollten halt nicht zwingend unbedingt alle getötet werden, weil die schießen ja zurück, ne? Meine Und die Maus würden auch dann, ärgert mich. ja, bei mir hängt irgendwie ein Rucksack am Himmel. In der Luft, ja, bei mir auch. Meine Maus verschwindet, wenn ich mich nach links, nach links drehe, verschwindet meine Maus irgendwann im anderen Bildschirm. Und ich hab noch Folgendes optimiert. Ich fahre und fliege jetzt mit meinem Pad. Das geht besser. Mit Das geht besser. Pad geht's besser. So, ich werde mir jetzt erstmal meinen Hubschrauber holen. Aber ihr kann seinen Hubschrauber, wo man Scherzen kocht. Ganz nett mit Schürze. Natürlich habe ich Das einen Arschi. Hubschrauber, wo man Kein scherzen nicht. kann. Hast kein Geld. Dann kannst du bei Maria hin. Die verkauft dir einen. Ich weiß. Also meiner, der hat, glaube ich, 55.000 gekostet. Ist schick, eigentlich. Oha. Meiner hat auch Nicht so was. 55.000 gekostet, aber ich habe halt einen gekauft, wo sechs Leute drin Platz haben. Ja. Weiß eigentlich jemand von den Zuschauern, wie viele Spieler in eine Gruppe dürfen? Oder weiß es jemand von den Spielern, die jetzt hier schon Also spielen? vier. Vier.
Also einen vierten könnten wir also, sagen wir mal, wenn man mal jetzt langfristig denkt, ja, könnten wir eigentlich brauchen, oder nicht? Ja. Wenn man mal in so Dungeons reingehen würde. Oder? Natürlich, das wäre natürlich optimal. Das haben wir ja, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erwähnt, ne? Dass hier schon noch ein Platz frei ist. So, ich habe meinen Hubschrauber gerufen. Ja, kann eigentlich jeder einen Hubschrauber rufen? Nee, ist auch wieder Quatsch-Banane, weil geht gar nicht. Es kommt ja bloß einer. Ja, ich fliege, wir machen es jetzt mal so, ich steige jetzt mal in meinen Hubschrauber ein und ihr baut das Biwak nochmal auf. Und dann rufst du deinen. Ach, nein, das ist ja... Ja, wahrscheinlich wird es nicht anders da gehen. Oder ich nehme jetzt meinen Hubschrauber, genau, warte mal, ich nehme jetzt meinen Hubschrauber schnell und stell den da vom Spawnplatz weg. Ja? Und dann holst du deinen. Also warum steht denn eigentlich deiner da und nicht meiner? Weil ich jetzt meinen gerufen habe. Du hast ihn gerufen. Ich hab meinen gerufen, ja. Kit, komm her, oder was? Ja. Geh ich jetzt mal ins Biwak. Lass mich erstmal weg, Steve, kurz starten und woanders da landen. So. Ja, ich hab gerade einen Kauf da. Oh, hast du einen gekauft? Jo. So, okay. Verlassen. Nun ja, gucken wir mal, ob das funktioniert. Schauen wir mal. Müssen wir ausprobieren. Genau. Ihr seid im Biwak? Ja. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob da jetzt ein Hubschrauber spawnt. Ich stehe außerhalb vom Biwak. Ich gucke. Guckst du? Ich gucke. Hey, Expo hat schon 130. Wow. Steve, wenn du drücken würdest, dann geht's schneller. Dann müssen wir nicht warten. Also. Ja, da steht er. So, dann musst du deinen Hubschrauber kurz wegstellen und dann kann Steven seinen herbeirufen. Genau, so machen wir das. Probieren wir einfach mal einmal und wenn es nicht klappt, dann... Ja, natürlich klappt es. Ich hab ja jetzt meinen, du stellst jetzt meinen in schönen Abstand. Ich meine ja mit dem Angriff. Ach so. Ja klar, du hast wieder einen Hubschrauber wo mit Doppelrotor, ja? Weil du ihn einfach nicht fliegen kannst. Dann geh jetzt ins Biwak. Richtig. Ja. Oh, jetzt komme ich auch ins Biwak mit rein, aber egal. Hast du jetzt auf meinen Hubschrauber geschossen? Nee, da waren drei Leute. Aber da sind solche ekelhaften Autos. So, Stevie, jetzt sitzen wir zwei im Biwak. So, na, super. Jetzt rufst du deinen Hubschrauber und dann tu mal verlassen. Werkstatt. Oh, Expo, du kriegst Ärger, wa? Okay. Schweinebacken. Wie müsste da jetzt jeder sein? Also mein Hubschrauber steht auch noch da und im Steve Design auch. Also dann hat jeder seinen Hubschrauber. Ja, genau. Also das Zeichen. Alter, was ist da los? Wenn die auf meinen. Ein bisschen kaputt gegangen. Alter! Mach die weg! Aber schieß nicht auf meinen Hubschrauber! Aua. Ich muss auf meinen Hubschrauber, in meinen Hubschrauber rein. Weg hier. Warum kann ich nicht? Oh, Stevie, sein Hubschrauber ist hinüber. Und er auch. Wir müssen jetzt erst die Fahrzeuge wegmachen. Das waren die scheiß Dinger da. Ich habe nicht mehr abheben können, warum auch immer. Der ist nicht hochgesprungen. Ich habe zum Glück ferngelenkte Raketen. So, einen habe ich weg. Expo, versuch mal zu landen und rette Stevie.
Stevie muss sich einen neuen Hubschrauber holen. So, Stevie, ich komme und rette dich, ja? Das war natürlich jetzt alles äußerst unglücklich. Ja, sehr unglücklich. Aber so fangen unsere Streams eigentlich immer an, ne? Oder warte, ich belebe mich selbst, wenn es geht. Ja, ich werde schon wieder, ich werde schon wieder beschossen. Geht das nicht? So, okay, ich lande jetzt. Wir müssen halt nur irgendwie deinen Hubschrauber da wegkriegen. Ansonsten fliegst du. Ansonsten fliegst du bei mir mit. Hast du ja schon. Ah, da oben ist. Wo ist denn jetzt der Stevie? Oh, ich lebe schon wieder. Meine Maus geht mir auf den Keks. Ja, das ist, wenn ich mich nach links drehe, da geht er plötzlich in einen anderen Bildschirm rüber. Also das ist Expo. Warte mal. Wo bist du? So. Ja, ich stehe eigentlich an deinem kaputten Hubschrauber. Nee, ich sehe dich nicht. Ich stehe an deinem kaputten Hubschrauber. Da läufst du doch. Guck, guck. Hinter dir, Klopapier. Da, ist er. So, naja gut, also Steven, sein Hubschrauber ist kaputt, Expo. Wir haben bloß noch zwei Hubschrauber jetzt. Naja, keine Ahnung, meiner ist angeschlagen. Ja, meiner raucht auch ein bisschen. Mein kleiner komplett kaputt hier. Der raucht auch. Naja, keine Ahnung, wo willst du rein? In den in Leo sein oder Sedrit sein oder in den hier? Ich bin schon in Sedrit sein drin. Gut. Das ich hab die nichts mehr, der raucht. ich hab Ledersitze, weißt du? Echt? Mhm. Sehr bequem. Und Sitzheizung. Ah, no. Von oben. So, jetzt fliegen wir da mal rüber. Jetzt muss ich mal gucken, wo ist er denn, der Expo? Da fliegt er. Dass wir dem hinterher fliegen hier. Ja. Ich mal uns ja da keine großen Chancen aus. Na jo. Das geht schon. Meiner ist auch ein bisschen schneller aber wieder. Aber da ist irgendwie was falsch markiert. Eigentlich ist ja das Zeichen dort. Warte mal. Da ist markiert. Bei mir ist nur das Richtige markiert. Naja, wenn es so denn ist. Ich muss langsamer fliegen. Expo seiner ist nicht so schnell. Wir sind ja eigentlich da. Ist es das hier? Ja. Irgendwo da ist es ja. Ja, so Leute hat's hier. Vielleicht ist es ja unterirdisch. Das ist, sieht aus wie so ein. Ja, das ist so unterirdisch irgendwie. Nee, weißt du was das ist? Das ist ein Strecken, so Maut oder sowas. Nee, das muss unterirdisch sein. So, wo wollen wir denn landen? Da hinten auf dieser weißen großen Fläche oder wie? Nee, da nicht landen, da sind doch noch alle rot. Soll ich ballern? Ich hab was. Ich hab was im Visier. Ein Fahrzeug oder sowas habe ich im Visier. Schieß die Drohne ab. Ja, gut. Ja. Unterirdisch geht Job. Ja, heizen wir den halt mal ein bisschen ein. Ist da was in dem Tunnel drin? Nee. Ihr habt's gewusst. Was denn? Ist abgeschossen? Ja. Ja. Okay. Oh. Zurückziehen. Ein Drohnen da. Wo ist die Drohne? Na, zwei. Ich krieg sie nicht ins Visier. Jetzt müssen wir mal schauen, wo Expo ist. Ja, Expo soll mal landen. Ja, solange wie ihr könnt auch oben. Ja, ich hab halt Schiss, wenn ich da rumballere, dass ich dich erwische.
da das Fahrzeug da unten. Ja, ich krieg's nicht rein. Ist es kaputt oder was? Also Drohnen habe ich weg. Okay, zwei ich Stück. Gucken, ob ich das Fahrzeug reinkriege. Ah, jetzt nimm das ins Visier. Oh, aussteigen, aussteigen! Fallschirm! Oh shit. Hast du gemacht? Falsch. Oh, ich auch. Mich haben sie abgeschossen, während ich ausgestiegen bin. Das war zu wenig hoch. Ja. Ne, mich hat irgendwie ein Scharfschütze hat mich erwischt. Naja, so. Jetzt haben wir einen sicheren Ort. So sieht's aus. Du bist 260 Meter weg und Expo 600 Meter. Na super. Oi. Das wird wieder ein Fußmarsch ohne Gleiche. So, ein Auto ist weg. Ja, ich komme ich komme von Westen. Die sind alle alarmiert hier. Aller. Oh, das sind ganz, 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 ganz viele. Erstmal irgendwo versteckeln. Alter, wo sind die? Die haben was drauf, doch. Shit. Auch shit. Ich treff nix. Er versteckt sie da hinterm Auto. Die kommen alle hoch zu dir, Expo. Was? Wie? Scheiße. Was? Ich eile zu dir. Nein, oh. Bin ich nimmer. Ja, ich versuch dich zu retzen. Nee, das sind bin doch viele. Gleich da. Das sind alles Elite. Ja, das ist kein Zuckerschlecken, liebe Leute. Ja. Oh, das da liegt dein schön. Hubschrauber, dein kaputter. Kann man Sachen eigentlich auch anderen Leuten geben? Ich habe keinen blassen Schimmer. Hört sich gut an, ja. Naja, das sieht nach dem Respawn aus. In 8, 7. Oh shit. Ja, dann schaffe ich es nicht. Nee. Das ist doch zu gefährlich für dich. Ich kenne die Gefahr nicht. Und wie kann ich jetzt auswählen, bei wem ich will? Ach so. Mir? So. Ich bin am sichersten hier. Ein Elite ist weg. Ja, ich war schon ein weg. Aber der zweite versteckt sich so gut. Übrigens, wenn ihr wollt, beim Steven, der hat auch seine Stream-Aufzeichnung, ja, am Start. Da könnt ihr dann mal schauen, wie es beim Stevie so ausschaut. Ne? So ist es. Boah, da sind die alle in der Tat alle auf den Haufen. So, Expo, so. Wo bist du gespawnt? Naja, ich habe bei Seedrit gedrückt, aber kam ganz woanders raus. Oh, oh, nicht darunter. Nein, ich gehe nicht darunter, ich bin ja da oben. Ich. Wenn der mal rutscht, rutscht er. Das ist wie Glatteis, ja. Da, wieder. Da läuft ein Zweijähriger runter, da rutscht der. So, ich schick mal die Drohne los. Naja, die macht nichts. Na, ich will sehen, wo die stehen. Oh, wieder zwei weg. Du musst sie schlicht und ergreifend nur abschießen, ne? Ja. Halt, falsche Taste. Einige werden ja unterirdisch sein. Ja, mir juckt die Nase, Moment.
Helf Gott. Hat keiner gehört, ne? Na, überhaupt. Ich habe ja auch das Mikro ausgemacht. Ey, ja. Mann, ey, das stimmt.